Victor, die können jetzt raus, ne? Ja. Diese Kühe. Ja. Alle müssen sie raus aus dem alten Melkstand. Heute war es das letzte Mal, dass die Schwarzbunten in ihrer vertrauten Umgebung gemolken wurden. Gemütlich trotten sie raus, wie immer. Dabei ahnen sie nicht, was sich hier alles verändern wird. Bei Bauer Jacobi in Körbecke steht eine Revolution ins Haus. Statt altem Melkstall soll hier schon heute Abend ein blitzblanker Melkroboter stehen. Ich hol schon mal die nächsten rein, ne? 5 Uhr früh, da wurde bei Josef Jacobi bisher immer gemolken. Sein ganzes Leben lang. Pass auf, da kommt jetzt schon eine drin? Nee. Pass auf. Sind 2 drinnen schon. Jetzt soll der Roboter das Leben auf dem Hof erleichtern. Komm. Und außerdem wird Viktor, der alte Melker, in Rente gehen. Noch ist der Milchbauer guter Dinge. Also wenn man über viele Jahre gemolken hat, dann ist es natürlich eine Veränderung. Aber von Traurigkeit kann nicht unbedingt die Rede sein, wenn man das ganze Jahr über Weihnachten und Ostern und Pfingsten und auf der eigenen Hochzeit melken musste. Dann ist es eher eine gewisse Erleichterung, dass natürlich in Zukunft die Maschine diese Arbeit übernimmt. Direkt nach dem Melken geht's los mit der Revolution im Melkstall. Erst vor 15 Jahren hat Josef Jacobi den Stall neu gebaut, sorgfältig die Fliesen ausgesucht. Aber jetzt braucht's Platz für den Roboter. Während man sich unten von den Altlasten befreit, wird oben schon am neuen Dach gebastelt. Der Bauer behält jeden Arbeitsschritt fest im Blick. Von der ganzen Hektik außenrum lässt sich einer auf dem Hof wenig beeindrucken. Heike Jacobi, Josefs Frau, ist unten in ihrer Käserei. Die frische Biomilch muss verarbeitet werden, Roboter hin oder her. Dabei ist sie auf die Maschine genauso gespannt wie ihr Mann. Heike kam als junge Frau auf den Hof, um ein Praktikum zu machen und blieb bei ihrem Biobauern hier oben an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Nordhessen. Für immer. Ich habe vor 25 Jahren, als ich hier auf dem Hof angefangen habe, in der Küche im Kochtopf angefangen mit Käse machen, weil ich es komisch fand, dass wir so viel Milch haben und dann den Käse aus dem Supermarkt gekauft haben. Und dann habe ich es ausprobiert und dann wurde es langsam immer ein bisschen mehr. Aber hauptsächlich durch eigene Erfahrungen oder mal Wochenendkurse habe ich gemacht. Oder kleine Seminare. Aber Käse machen hat viel mit Erfahrung zu tun, dass man einfach viel ausprobiert und Erfahrungen sammelt. Hier ist es so heiß, dass selbst die Kamera ins Schwitzen kommt. Ist das Ihre Lieblingsaufgabe hier auf dem Hof, Käse machen? Ja, das Problem ist, ich mache alles gerne. Ich mache meinen Käse gerne selber und mache aber auch gerne den Verkauf selber und auch das Abwaschen, das Abrüsten vom Käse im Käsekeller. Und deswegen wird es mit meiner Käserei auch nicht wesentlich mehr, weil ich gerne immer alles selber mache. Spricht's und läuft schnell vor die Tür, weil draußen der Roboter anrollt. Das muss festgehalten werden fürs Familienalbum. Ein Riesenstapler hat die teure Hightech-Maschine auf seiner Gabel. 170.000 Euro, eine große Summe in Zeiten kleiner Milchpreise. Das lässt nur die Kühe nebenan auf der Weide unbeeindruckt. Für alle anderen stehen aufregende Stunden bevor. Und gleich die erste Panne. Da geht er nicht rein. Viel zu hoch, der Stapler. Ja, da passt nicht rein da oben. Wir müssen einen anderen Stapler holen und müssen umhängen. Vorher war hier kein Dach, das Dach haben wir neu gemacht. Von daher haben wir das nicht verrechnet. So ein Mist. Und jetzt? Wir müssen den Roboter jetzt abbauen, hier abbauen. Wir setzen den hier hin und dann fahre ich mit dem Stapler weg und hole einen anderen. Genau so.
10 Minuten bin ich wieder da. Doppelte Arbeit, ne? Ja, schade, ne? Aber trotzdem. So, kann ich jetzt runterlassen? Kann er. Hilft aber erstmal nichts. Jetzt muss ein kleinerer Stapler her. In 10 Minuten soll alles passen. Derweil übt sich die Mannschaft in Geduld. Für die Roboterfirma ist es das erste Mal, dass sie so eine technische Melkanlage auf einem Biohof installiert. Da ist er, der kleinere Stapler. Ob der und das Dach passt? Das ist hier. Naja, da komme ich schon hin. Weiter hin. Da komme ich schon hin. Ja, von der Höhe, ja, nee, tiefer müssen wir. Was ist denn unten? Unten was? Die Spitze noch ein bisschen anheben oder so? Nein, nichts anheben. Oben ist er zu hoch. Oben ist er zu hoch. Wir müssen noch 10 cm runter. Die nächste Katastrophe. Der Stapler ist zwar klein, aber dafür passt jetzt der Roboter nicht unter die Decke. Firmenchef Meinolf Blügel sieht schnell, was hier los ist. Das Problem ist, dass der Mauer ein bisschen viel Beton hier reingemacht hat. Aber das ist schon 20 Jahre alt, das Problem. Decke zu tief. Hier sind unser Problem. Um die Rohre geht es. Vier kleine Rohre. Für die muss die holzverkleidete Betondecke weichen. Kein Problem. Die Arbeiter sind auch dafür gut gerüstet. Und die Bedenken vom Hausherrn wollen Sie in der Situation nicht wirklich hören. So, kommt da nicht die Decke runter? Ich kann von dieser Seite nicht aufziehen. Wenn die Kamera aufmacht, da kommt doch die Decke runter, wenn wir die. Doch, als wenn man auf dem Ast sitzt. Zu spät. Alles gut? Alles gut, ja. Und Josef Jacobis Angst, Gott sei Dank, übertrieben. Jetzt passt er. Endlich. Aber der Tag ist doch fast rum. Ans Melken im neuen Roboter ist heute noch nicht zu denken. In weiser Voraussicht haben sie noch einen Rest vom alten Melkstand stehen lassen, bis hier alles im Lot ist. Da müssten wir doch das Bio-Bier von zu Hause. Wir haben noch was im Laden. Aber das hat er mitgebracht hier. Das Bier zwar nicht Bio, aber dafür alkoholfrei. Also, alle haben eine? Dann würde ich sagen, danke für das gute Gelingen. Haben alle gut beigetragen. Prost. Na ja, ich hoffe, das andere geht auch so gut weiter. Ja, das ist logisch. Das ist eure Arbeit, das Anschließen. Das war das Wichtigste. Wenn der nicht steht, können wir nicht anschließen. 2-3 Tage haben Sie mindestens noch zu arbeiten. An der Revolution im Stall. Ja. Von der Heike immer noch nicht viel mitkriegt. In ihrer Käserei. Morgen früh kommen Sie dann im Salzbad. Also einen Tag müssen Sie hier abtropfen und dann in eine 20%ige Salzlösung. Das ist wichtig für den Geschmack und für die Konservierung. Und dann wie lange reifen? Hier, dieser Mozza, der wird ganz frisch verkauft. Gleich wenn er gesalzen ist, am gleichen Tag oder die nächsten Tage. Dieser hier ist jetzt ein Mozza mit Paprika. Muss er wieder abgedeckt werden, also die Wärme ist wichtig, dass er nicht auskühlt. Deswegen muss es hier auch im Raum immer sehr warm sein. Gut. Einen Tag später. Der Roboter ist schon fast perfekt eingepasst. Ich drehe mal den so um. Dann gehen wir hier auf Box. Und machen wir jetzt eine Kurzreinigung. Sagen hier, starte Kurzreinigung. Jetzt geht's an die Elektronik. Hier soll keine Menschenhand mehr nötig sein. Die Technik soll ganz allein den Weg zum Kuhäuter finden. Ob Paula das so gut findet, ist allerdings die große Frage. Sie war schon immer etwas eigensinnig. Heute jedenfalls will sie vom Roboter noch gar nichts wissen und offenbar lieber bei ihren Schwestern bleiben. Es wäre doch gelacht, wenn selbst 3 junge Männer vom Biohof Paula nicht in den Griff bekämen. Hilfe,
Das ist die erste. Draußen stehen doch noch 49 weitere Schwarzpunkte. Was ist da hinten los? Die Tür reißen aus. Wie, jetzt ernsthaft? Und die machen auch noch Theater. So haben seine Kühe den Biobauern lange nicht auf Trab gehalten. Irgendwer muss hier draußen ein Stückchen vom Absperrgitter offen gelassen haben. Oh, hallo Axel. Oder hat sich etwa die Angst vor dem Roboter rumgesprochen? Ja, jetzt lass sie mal kommen. Mitarbeiter André und Sohn Julius versuchen derweil, die Braune aus der Scheune zu holen. Die hat sich doch tatsächlich dort versteckt. Jetzt soll sie gleich das erste Mal zum Melken. Und nach der Pleite mit Paula, mit dem Roboter hoffentlich bessere Bekanntschaft schließen. Wie konnte die abhauen? Ja, das müssen wir gleich rausfinden, ob irgendwo im Zaun ein Loch ist. Und das dann wieder reparieren. So gerade. Ja. Alles wird wieder sorgfältig zugemacht. So, und die andere legen wir jetzt nach unten davor als optische Grenze. Und Schluss mit dem ganzen Theater. Die Braune hat's auch faustdick hinter den Ohren. Natürlich will sie nicht rein. Kennst du alles nicht. Vier Männerstärken braucht's, mindestens, für eine Kuh. Jo. Und dann muss auch noch die Tür zugehen, bevor sich das Milchwerk wie von Geisterhand am Euter zu schaffen machen kann. Und welche Überraschung. Die Braune scheint es zu genießen. Ja, ich komme. Also, das hast du noch nicht gehabt. Ganz automatisch hat sich der Roboter sein Ziel gesucht. Aber trotzdem ist längst noch nicht alles in Sack und Tüten. Herr Jakobi, wird die denn jetzt mehr Milch abgeben als beim normalen Melkgang? Ja, im Moment wird sie auf jeden Fall erstmal weniger abgeben, weil es halt ungewöhnlich ist für die Kuh. Und auf Dauer wird es auch nicht mehr werden unbedingt. Es könnte höchstens mehr werden dadurch, dass die dreimal am Tag eventuell gemolken wird, weil die kann ja freiwillig da reingehen und dann eben öfter gemolken werden. Und dadurch kann die Milchleistung etwas gesteigert werden. Jetzt geht's auf. Ja. Freiwillig? Mehrmals am Tag? Na, Braune, ob das in den nächsten Tagen klappt? Die nächste bitte. Elektra. Bei Josef Jakobi haben alle 50 Kühe noch ihren Namen. Und er kennt sie. Wie Familienmitglieder. Komm mal her. Schön ruhig. Und redet ihnen gut zu. Noch immer geduldig. Dabei haben sie bis jetzt noch nicht mal 10 Kühe geschafft. Ja. Da hat sie ein bisschen Angst vor. Komm. Das sind alles noch ungewohnte Geräusche. Komm, schieb sie mal ein bisschen. Ach ja, das ist, wenn das bei jeder Kuh so geht. Auch das noch. Komm her. Ja, ist ja gut, komm. Sogar die Kälbchen bekommen den Roboter zu spüren. Es gibt Milch. Komm. Zu einer ganz außergewöhnlichen Tageszeit. Ja, offensichtlich schmeckt es ihnen ganz gut, aber sie wussten noch nicht, dass sie jetzt um diese Zeit schon Milch kriegen. Sonst kriegen sie immer erst um 5 Uhr was. Aber das geht ja jetzt rund um die Uhr. Wenn die Mutter gemolken ist, dann muss das Kalb die Milch kriegen. Drei Liter hat jedes Kalb gesoffen jetzt. Gibt es noch mal welche? So sind wenigstens die Kleinsten heute glücklich über die neue Hightech-Melkmaschine. Vorn an der Milchfront ein Neustart mit Mara. Zwei Helfer reichen diesmal aus fürs Reinbuxieren. Mara ist nicht ganz so stur. Dafür braucht sie Nachhilfe anderer Art. Kommt da was oder kommt da was? Was ist denn das überhaupt für eine? Wie hatten die sonst? Wie viel Milch hat die? Wir suchen hier im Kopf. Vorsicht. 15 Liter würde ich jetzt sagen. 15 Liter, ja. Also weniger hat es auf jeden Fall nicht. Muss auf jeden Fall was bringen. Aufgeregt, ja.
kommt nicht. Ja, das ist normal, es sind hier viel zu viele Leute, viel zu viel Störungen, das ist alles, kommt gar nichts, ne? Selbst wenn ich es mit der Hand mache. Ich würde auch nichts kommen lassen. Jetzt hat die ganze Aufregung auch Heike aus der Käserei gelockt. Tiere sind auch bloß Menschen, das ist das Problem. Wenn du nichts rauskriegst, dann hast du keinen Wert. Ja, ein bisschen was kriegen raus. Ja. Dann drück lange Start. So, gut. Und jetzt aber ran mit dem. Der Dreier musste schon da sein. Tapfer nimmt Mitarbeiter André den Kampf mit jedem Tropfen Milch auf. Ja, ich bin ganz aufgeregt, wenn ich sehe, dass hier jetzt die ersten Kühe in die Maschine gehen und dass die natürlich noch viel aufgeregter sind. Aber ja, ist schon spannend einfach für uns, so eine große Umstellung. Und ich bin ganz erregt. Am Herzen liegt der Bäuerin eben nicht nur ihr Käse. Was mit den Kühen passiert, ist ihr mindestens genauso wichtig. Kannst du 0,00, das ist gar nichts. Keinen Tropfen hat die sonst so umgängliche Mara hergegeben und es scheint ihr gar nichts auszumachen. Mara war erst Nummer 15 von 50, aber es hilft nichts, es muss weitergehen. Ein zweiter Versuch mit der störrischen Paula, die am Anfang ja sogar rückwärts aus dem Roboter rausgegangen ist. Ist doch gerade stärker als wir vier. Das nächste Desaster bahnt sich an. So ein blödes. Komm, das hat sich auch noch am Fuß gedreht. Na komm. Hey. So geht's nicht. Kannst du damit. Pass auf, hinten. Ist gut, mal mit. Bleib mal hier. Ja. Aber da müssen sie jetzt durch. Der Strick muss her. Ist da drin einer, kann das Tor mal aufgemacht werden, das hintere? Vordere. Weil wir das. Das vordere ist auf. Wir wollen dann rausgehen. Geben beide Tore auf. Beide Tore ist schlecht, aber erstmal rein. Ja, erstmal rein. Zumindest der Bauer ist schon mal drin im Roboter. Ja, ja, jetzt ist er auch vorbei. Doch Paula nimmt erneut Reiß aus. Tag 2 mit dem Roboter bringt alle Beteiligten an den Rand ihres Fassungsvermögens. Machen wir mit der? Irgendwann muss er rein. Von daher nützt es nichts. Nochmal neu. Und als hätte sie es gehört und verstanden, gibt Paula auch noch ihren Kuh-Kommentar. Doch irgendwann kommt sogar bei der stursten aller Kühe die Einsicht. Gerne noch mal da, dann kriegen wir noch mal ein bisschen Meter. Ja. Endlich ist sie drin im Roboter und der Bauer draußen. Und die Tür zu. Jetzt! Mach zu! Sehr gut. Ach, Paula, das hast du aber gut gemacht. Ja. So viele starke Männer, so lange beschäftigt. Ich hab deine Frau so was. Manchmal stricklos. Das Team scheint erlöst. Doch. Ey, was ist denn jetzt los? Das Tor ist auch. Ja, ja, die muss ja da krank werden. Nichts passiert. Jetzt! Was für ein Glück. Wenigstens läuft bei Paula die Milch. Immerhin 1,5 Liter in 10 Minuten. Für eine gute Milchkuh zwar eigentlich ein Witz, aber jeder Milchgang, jede Milchmenge wird mit Datum und Uhrzeit im Computer automatisch angezeigt. Jenseits aller Roboterdramen geht für Heike im Hofladen die Arbeit mit dem Käse weiter. Insgesamt bietet die Bäuerin über 10 Sorten Käse zum Verkauf. Hallo. Ich wollte heute mal einkaufen. Heikes Hofladen bietet auch Brot aus eigenem Getreide, Würst und Fleisch von Schwein und Rind an. Nachbar Klaus, ebenfalls Landwirt, ist am zweiten Robotertag der letzte Kunde. Zwar führt er einen konventionellen Hof, isst aber dennoch gerne Bio von Jacobis. Ja, hab ich Tomaten habe ich auch. Bei Mozza möchtest du mit Boxhornklee oder ganz normal Natur? Mit Boxhorn auch mal, ja. Ja? Ja. Klaus wundert sich nicht über den Roboter. Er kennt Josef Jacobi schon ein Leben lang.
Ja, als einen der ersten, der in den 80ern auf Bio umgestellt hat. Ja, irgendwie damals haben viele darüber gelächelt, haben gesagt, du wirst schon sehen, was du davon hast. In den ganzen Jahren war er sowieso anders wie andere, ist er heute auch noch. Heute wird er deutlich mehr anerkannt im Ort als früher. Früher wurde er als Spinner dargestellt. Das habe ich noch nie getan. Wir sind viele Jahre befreundet miteinander. Ich bin hier aufgewachsen, mehr oder minder auf der Nachbarschaft. Ich habe das immer mitgekriegt und habe ihn auch geachtet, sage ich mal so, bewundert auch teilweise. Immer wieder hat sich Josef Jacobi in seinem Betrieb als modern denkender Bauer erwiesen. Und nichts erschien ihm dabei zu viel. Mach ich. Tschüss. Okay. Tschüss. Es ist Nacht geworden. Alle Helfer liegen in den Federn. Nur Viktor, der alte Melker, ist nach 14 Stunden Kampf um die Milch noch an der Seite seines Schiffs. Komm. Los, komm. Paula ist noch mal dran. Ihr Widerstand gegen den Roboter scheint zu schwinden. Endlich. Hier kann man sehen, welche Kühe schon Melkberechtigung haben. Das heißt also, die können nur maximal frühestens alle 9 Stunden in den Roboter kommen. Und vorher werden sie einfach, können sie reingehen, aber werden sie wieder rausgelassen. Paula hat es geschafft. Und der nimmermüde Josef Jacobi darf sich freuen, dass seine Geduld mit 12,3 Liter Milch belohnt wird. Wenn die letzte Kuh draußen ist, darf er ins Spiel kommen. Durchschnittlich 1500 Liter holt der Transporter im Morgengrauen bei den Jacobis ab. Aber Milchfahrer Georg Tolle hat natürlich längst vom neuen Melkroboter gehört. Mal sehen, was die Hightech-Maschine aus den 50 Jacobi-Kühen rausgeholt hat. Na, ist ein bisschen weniger geworden, ne? Ja, gut, das ist doch klar. Das könnte normal sein. Das wird wohl ein bisschen weniger Milch sein. Naja, du lass doch mal eine Woche rumgehen. Ja. Das wird sich schon wieder stabilisieren. So 150 Liter werden weniger sein. Fahrer Tolle tröstet den Biobauern und rät zur Geduld. Die 150 Liter weniger, kein Problem. Jo, das war's. Ja, Georg, dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Nacht. Ja, dass ihr auch ins Bett kommt, ne? Ja. Oder müsst ihr noch ein bisschen bleiben? Ja, die Uhr locker noch. Du bist jung, du kannst das. Ja, ja. Georg Tolle holt in den nächsten Stunden noch Milch bei mehreren Biobauern hier oben an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen ab und bringt sie zur Molkerei nach Neukirchen, die neben der Biomilch auch konventionelle Milch von einer anderen Molkerei erhält. Mit 24.000 Liter Milch im Tank trifft er in Neukirchen ein. Es ist 6 Uhr morgens. Hier wird die Milch in riesigen Mengen zu Käse verarbeitet. Ein Vielfaches von Heikes kleiner Käserei. Und auch in Neukirchen hat der Biobauer Josef Jacobi seine Finger im Spiel. Nach wenigen Stunden Schlaf hat er sich auf den Weg nach Neukirchen gemacht. Neben seinem neuen Roboter will er uns gern noch von einem ehrgeizigen zweiten Projekt erzählen. Wann haben wir angefangen heute Morgen? 4 Uhr. Naja, ich auch. Ich musste zu Hause erst im Kuhstall noch ein bisschen gucken. Wir haben halt einen neuen Melkroboter und der geht inzwischen schon ganz gut. Wir machen uns auf den Weg ins Lager zu vielen Käsesorten, die hier von einer Erzeugergemeinschaft hergestellt werden. Gegründet von Bauern aus der Region mit Josef Jacobi an der Spitze, um ihre Existenz zu sichern. Da ist er. Ja, der kleine Strolch soll nur noch ohne Gentechnik erzeugt werden. Das finden wir, ist dann ein Markenbegriff, das hessische Produkt, der kleine Strolch aus dem schönen Hessenland, soll eben als ohne Gentechnik, als gesunder Käse hergestellt werden. Käse ohne Gentechnik, das ist Jacobis großes Ziel. So, hier haben wir unser Gewürzlager. Hier sieht man ganz schön. Unten im Kräuterkeller zeigt Betriebsleiter Spangenberg das Problem, die Gewürze. Wir müssen die Kräuter sowieso erhitzen. Den kann ich sie mal rausnehmen, kann sie mal zeigen. Auch bei Ihnen muss klar sein, dass Sie nicht gentechnisch verändert sind. Die Milch haben wir ja ohne Gentechnik schon. Aber die Gewürze,
sind halt teilweise noch nicht ohne Gentechnik. Das heißt, aus unserer Sicht sind sie wahrscheinlich ohne Gentechnik, bloß es muss zertifiziert sein. Also man muss ein Zertifikat bekommen, dass die garantiert ohne Gentechnik ist. Und da sind viele eben noch nicht drauf spezialisiert. Bis hin zu den Brennnesseln. Das können wir von vorne ja mal durchgehen. Brennnesselsuppe gab es bei uns früher immer. Brennnesselkäse ist sehr lecker. Von jungen Brennnesseln hat meine Mutter immer gekocht. Im Frühjahr, wenn die ersten Brennnesseln so wuchsen, ist sehr gesund überhaupt. Brennnessel ist eine ganz tolle Frucht und ich finde das schon gut. Brennnesselkäse schmeckt auch gut. Schmeckt super. Sehr schönen Geschmack. Hier haben wir den schwarzen Pfeffer. Sieht man auch ganz gut. Der kommt zum Beispiel aus Brasilien. Und wer weiß, was da los ist. In Deutschland gibt es ganz wenig Gentechnik bisher und das ist auch gut so. Aber wir kriegen eben über den großen Teich von Amerika, von Brasilien, gentechnisch veränderte Produkte, wie eben vor allen Dingen Soja. Und das ist dann überall drin. Soja ist in 16.000 Produkten im Supermarkt. Das wissen die Verbraucher heute gar nicht. Und da, finde ich, gilt es, den Anfängen zu wehren. Wir brauchen den Scheiß nicht, auf Deutsch gesagt. Und von daher denke ich mal, wir müssen die Bevölkerung darüber aufklären, dass ohne Gentechnik ganz besonders wichtig ist und dass wir jetzt dagegen kämpfen müssen, weil die Atomkraft hat uns genug Elend gebracht und jetzt droht als nächste große Gefahr die gentechnische Manipulation. Ohne Gentechnik, dafür sind die Aufkleber schon fertig. Der kleine Strolch, gentechnikfrei, soll dieses Jahr noch auf den Markt kommen. Josef Jacobi und Betriebsleiter Spangenberg probieren schon mal das passende Logo für die Käserevolution aus. Das heißt, das Logo wollen Sie gar nicht verändern? So ganz entschieden ist es noch nicht. Aber der kleine Strolch wird auf jeden Fall dabei bleiben. Aber ob wir ihn vielleicht ein bisschen modernisieren, aber ich scheue mich so ein bisschen, weil er einfach als netter kleiner Bursche daherkommt wie der kleine Lurch oder der kleine Strolch. In Lauterbach habe ich meinen Strumpf verloren, ist der Spruch, den kennt jeder Hesse. Und von daher, wenn es ein gutes Produkt ist, warum soll man das verändern? Der kleine Aufkleber ohne Gentechnik würde ja eigentlich schon ausreichen. 4 Wochen sind vergangen. Heute gibt's frisches Kleegras. Lecker. Natürlich auch für die störrische Paula. Na Paula, wie sieht's aus? Komm her, komm. Komm her. Ach, na ja. Paula ist doch nicht etwa immer noch beleidigt? Na komm her. Paula macht sich davon. Ja, die steht ja zurzeit trocken. Sie ist trächtig. Und die hat Ruhepause. Und somit fein raus. Ihre Schwestern stehen dafür Schlange vor dem Roboter. So war es auch gedacht. Josef Jacobi hat sein Ziel erreicht. Elektra, Mara und die anderen gehen inzwischen ohne Begleitung und mit Freude alle 9 Stunden in den Roboter. Und der Biobauer träumt schon jetzt von dem, was noch so alles kommt. Ja, ich möchte natürlich, dass der Hof weitergeführt werden kann. Wir brauchen halt auskömmliche Preise. Wir brauchen Preise, die die Kosten decken und die Arbeit bezahlen. Und wenn man auf so einem Hof ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften kann, dann sind natürlich auch junge Menschen bereit, ihn weiterzuführen. Ob das meine Kinder sind oder eben andere junge Menschen, die gerne Lust und Liebe zur Landwirtschaft haben. Ich finde es einfach einen der schönsten Berufe, sehr abwechslungsreich. Und ich kämpfe immer dafür, dass ich Bauer bleiben kann. Jetzt mit Melkroboter.